kurz bevor man dreht, noch eine Nuss essen, ist nicht unbedingt die beste Art. Man hat bestimmt Krümel zwischen den Zähnen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video am Donnerstag. Ich bin Christine von Pixu und hier auf meinem Kanal bekommst du jede Woche ein neues Video rund um das Thema Nähen und Plotten. In dieser Woche ist wieder das Thema Plotten dran, aber ganz vorab möchte ich noch was in eigener Sache sagen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder meinen E-Mail-Adventskalender. Ich verlinke dir den Zugangslink, wo du dich für den Kalender eintragen kannst, einmal unten in der Infobox. Und dann kannst du dich für den kostenlosen Kalender eintragen. Da gibt es dann jeden Tag ab dem 1.12. ein Türchen E-Mail oder eine Türchen E-Mail, je nachdem, wie man es nennen möchte, in der du kostenlose Plotterdateien, mindestens 2 kostenlose Schnittmuster bekommst und diverse Gutscheine, Goodies und ein paar Gewinnspiele von befreundeten Designern und Stoffhändlern. Und ich habe auch einen Folienhändler mit im Boot und da bekommst du ganz, ganz viele tolle Sachen. Du kannst dich hier unten unter diesem Link eben für diesen E-Mail-Adventskalender eintragen. Das Ganze ist vollkommen kostenlos und ja, jeden Tag gibt es dann eine E-Mail und ich bin gespannt, was da quasi für Reaktionen von dir kommen, weil letztes Jahr ist ja schon sehr, sehr beliebt gewesen, dieser Kalender, und alle haben sich riesig darüber gefreut, dass ich das in diesem Jahr auch wieder mache. Also trag dich dafür ein, es ist komplett kostenlos. Mein kleines Weihnachtsgeschenk quasi für dich in diesem Jahr. Aber jetzt wollen wir zu dem Video kommen, das, um das es quasi heute gehen soll. Wie du sicherlich weißt und wie du sicherlich in meinem letzten Video gesehen hast zum Thema Plotten, habe ich mir den Silhouette Cameo 3 gekauft. Um diesen Plotter geht es heute. Ich packe ihn mit dir zusammen aus. Ein kleines Unboxing für dich. Was ist in meinem Karton drin gewesen? Was habe ich zu dem Plotter mit dazu bekommen? Einmal hier für dich ein kleines Unboxing. Ja, dann wollen wir mal mit dem Unboxing beginnen. Einziges Problem: Das Paket ist riesig und es passt hier nicht so richtig unter meine Kamera. Deswegen mache ich jetzt erstmal den Karton auf. Bastelskalpell. Und dann schauen wir da als erstes mal rein. Muss man auch richtig aufschneiden. Du siehst, ich mache das wirklich hier zum ersten Mal auf. Ich habe den Cameo jetzt bestellt im Internet. Und er ist heute angekommen und ich packe ihn heute aus. Und da ist auch schon, wie immer, in jeder Sendung ganz viel Füllmaterial. Jede Katze freut sich drüber. Ich habe leider keine mehr. Also weg. Und da seht ihr ihn. Der Karton. Noch mehr Füllmaterial. Noch mehr. Die Rechnung. Nee, gar keine Rechnung, sondern einfach nur ein Lieferschein. Und da ist er. Falsch rum. Ich drehe mal so ein bisschen. Hier. Der Karton des Cameos. Ja, wesentlich kleiner ist der hübsche Karton jetzt auch nicht. Das erklärt natürlich auch, warum der Versand so einen großen Karton benötigte. Silhouette steht da irgendwie so ein bisschen falsch rum auf dem Karton. Ich mache den mal in die für mich falsche Richtung auf. Und jetzt gibt es auch schon wieder ein andersrum Bild. Das hätte man designtechnisch ein bisschen besser lösen können. Musst. Aber das ist ja nicht so wild. Oh, das sieht ja schön aus. Ja, Papierplotten ist ja wirklich was, was man mega gut machen kann. Und dann so eine geile Sachen zu plotten, ist schon genial. Und dann schauen wir mal, was die Lieben von Silhouette America da so reingepackt haben. Zur Information, ich habe den Plotter tatsächlich selber gekauft. Und zwar aus dem Grund, weil ich mit euch ganz gerne auch mit Silhouette plotten möchte. Das soll natürlich nicht sagen, beziehungsweise heißen, dass es hier nie wieder ein Video zu Brother geben wird, sondern ich werde zukünftig bei Projekten dann immer beide Plotter betrachten und alle Einstellungen für beide Plotter rausgeben und aber Anleitung ebenfalls zusätzlich noch für Silhouette machen. Und da wären wir mit dem ersten Teil. Ups, gleich kaputt gemacht. Man sollte vielleicht von innen diese Dinger rausdrücken, ne?
wäre schon geilo. Ja, Kabel, Messer, Konnektoren, Strom und so alles, was quasi wichtig und nötig ist. Strom ist natürlich wichtig, Kabel für den PC, das automatische Messer, noch ein kleiner Schneide-Dings, keine Ahnung, gucke ich mir nochmal genauer an. Machen wir auch gleich zusammen auf. Eine Schneidematte, 30x30 cm, der Cameo kann ja auch ziemlich groß schneiden, ähnlich wie der Brother CM900 auch, mit dem schönen Unterschied und auch ein Grund, warum ich diesen Plotter gerne haben wollte, ist die Möglichkeit, diesen Überlängenschnitt, also wirklich von der Rolle zu schneiden. Das kann Brother leider nicht, das hat mich ein bisschen geärgert. Und da ist das gute Stück und wie du gesehen hast, auf der Verpackung ist der rosa. Okay, ja, jetzt werde ich den hier mal rausbuchsieren und das wird wahrscheinlich live vor der Kamera nichts werden, also. Und da ist das gute Stück. Jetzt machen wir hier doch mal die ganzen Verpackungen ab. Er glänzt, er glänzt. Er ist ja schon riesig, ne? Also im Vergleich zu dem Brother ist er wirklich riesig. Muss ich sagen. Ja, was steht hier noch drauf? Deutsch. Kein Deutsch. For software download, please use free control. Ja, wissen wir. Knapp. Genau. Software wisst ihr ja selber, bekommt ihr im Silhouette Store. Könnt ihr dort kostenlos herunterladen, das Programm Silhouette Studio, was benutzt wird, um eben mit diesem Plotter zu kommunizieren. Jetzt hat er hier an den Seiten noch so ein paar. Oh, ihr seht mich hier, ich spiegel mich. jetzt hat er hier an den Seiten und auch im Innenleben noch so ein paar Sicherheitsstreifen, die natürlich für den Transport. Geilo, das ist auch pink. Für den Transport benutzt wurden bzw. notwendig sind. Und damit wäre er quasi ausgepackt. Es ist einmal der Plotter im Lieferumfang enthalten, eine Schneidematte. Ich habe wirklich nur den Plotter bestellt, ganz, ganz normale Standardversion. Anschließend hier noch einmal die Autoblade Kabel, Autoblade und Installationstool, Schneidetools noch. Und natürlich die Stromkabel. Das alles ist in meinem Plotter enthalten und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde das für die Standardversion sehr wenig. Im Umfang vom Brother Scan & Cut von dem CM900, den ich ja auch schon mal in einem Unboxing-Video vorgestellt habe, das verlinke ich dir mal da oben in der Infobox hinter dem i, sind deutlich mehr Sachen enthalten gewesen, als das hier der Fall ist. Und naja, man muss aber auch dazu sagen, dass der Silhouette Cameo deutlich günstiger ist als der Brother CM900. Ausgepackt ist er, heute Abend wird er gleich verwendet, beziehungsweise jetzt gleich mit dem ersten Projekt betraut. Und wie das alles funktioniert, wie man ihn mit der Software verbindet, wie man auch das App am Handy nutzt und mit diesem Plotter plottet, das werde ich euch in zukünftigen Videos alles erklären und alles zeigen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dabei seid und mitmacht. Und ganz, ganz großes Versprechen, der Brother wird nicht in den Hintergrund geraten, sondern zusätzlich werde ich immer bei allen Projekten beide Plotter geben. Also alle Informationen, die ich habe, zu beiden Plottern geben, damit ihr eben entsprechend rundum informiert seid und alles quasi mehr oder weniger beim Alten bleibt. Der kommt halt einfach nur mit dazu. Ja, ich hoffe, dir hat dieses kleine Unboxing gefallen. Du konntest dir einen kleinen Überblick darüber verschaffen, was in dem Karton für den Silhouette Cameo alles so enthalten ist. Vergiss nicht, den Kalender zu abonnieren, dann bekommst du deine ersten Plotter-Dateien zu deinem Plotter, nehme dich kostenlos mit dazu. Und es bleibt mir nichts weiter zu sagen, als viel Spaß beim Plotten und Auspacken, wenn du deinen eigenen Plotter bereits bestellt hast. Tschüss!